Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es wurde sich häufig ein und dasselbe Thema gewünscht von euch, und zwar meine Top-Pflegeprodukte aus der Drogerie. Deswegen habe ich für euch heute meine Top 5 unter 5 Euro. Das erste Produkt, was ich euch vorstellen möchte, ist gleich mal etwas, was ich schon seit meiner frühesten Jugend, glaube ich, immer wieder kaufe und wieder verwende. Das ist einfach eine Feuchtigkeitspflege, die gibt es sowohl für den Tag als auch für den Abend. Es gibt die für normale Haut, trockene Haut, fettige Haut, empfindliche Haut, alles Mögliche. Ich habe jetzt erstmal diese Reihe hier rausgesucht, die kostet nämlich ganz sicher unter 5 Euro. Und dann gibt es nochmal eine in einer komplett rosanen oder blauen Verpackung, soweit ich weiß. Die habe ich auch mir letztens gekauft, die kostet aber, glaube ich, ein bisschen mehr. Ich weiß jetzt nicht, was der große Unterschied zwischen den beiden sein soll, denn ich bin sowohl mit der als auch mit der etwas teureren Version sehr zufrieden und das wirklich schon seit Jahren. Ich habe schon wirklich viele Tages- und Nachtpflegen ausprobiert, aber ich muss ehrlich sagen, dass ich immer wieder zu BB zurückkomme, weil es einfach für meine Haut wirklich am besten ist. Und ich höre wirklich regelmäßig von vielen Leuten, dass sie das ganz genauso sehen. Das heißt, wenn ihr eine billige Tagespflege aus der Drogerie sucht, kann ich euch definitiv BB empfehlen. Ein gutes Peeling gehört bei mir bei der Hautpflege definitiv auch dazu. Und mein Favorit der Zeit ist das Balea Enzym Peeling ohne Peelingkörner. Dadurch, dass sie keine rauen Peelingkörner hat, ist sie wirklich gut geeignet, vor allem für empfindliche Haut. Und ich persönlich mag dieses Abschrubben auch wirklich nicht. Meine Haut reagiert da immer wieder sehr empfindlich. Man könnte also sagen, sie wirkt quasi wie eine Maske, aber zu denen kommen wir jetzt gleich noch. Und zwar sind meine absoluten Lieblingsmasken aus der Drogerie definitiv die von Schebens. Ich kaufe die seit Jahren. Keine andere Maske aus der Drogerie erzielt bei mir so ein gutes Ergebnis wie die von Schebens. Und ich habe jetzt zum Beispiel meine beiden Lieblinge, die Peel-Off-Maske und die reinigende Maske. Es gibt aber auch noch viele andere mit Aloe Vera und pflegend und so weiter. Schebens hat auch richtig gute Anti-Pickel-Masken. Das heißt, solltet ihr da auf der Suche sein, schaut definitiv da mal vorbei. Jetzt habe ich noch meine absolute Geheimwaffe gegen Pickel für euch. Und zwar ist das von Diaderma der Pickle Break. Und ich habe wirklich viel ausprobiert, was das betrifft. Und selbst die ganzen Anti-Pickel-Masken helfen nicht im Entferntesten so schnell wie der hier. Ich weiß gar nicht, wie oft man den offiziell auftragen darf. Aber wenn ich so einen richtig fetten Pickel habe, schmiere ich einfach stündlich ein bisschen was auf die betroffene Stelle und am nächsten Tag ist er einfach weg, komplett ausgetrocknet. Vielleicht, wenn er ganz, ganz riesig ist, ist er noch ein bisschen zu sehen, aber definitiv so, dass man ihn mit einem guten Concealer abdecken kann. Und kennt ihr das, wenn der so richtig, richtig wehtut? Nach ein paar Stunden mit dem weg. Also das Ding ist ein absolutes Must-Have für mich. Zum Schluss habe ich noch etwas für euch, was vielleicht noch eher in die Richtung Gesichtsreinigung geht. Aber wenn ich den Tag über ungeschminkt bin, verwende ich es trotzdem ganz gerne, um mein Gesicht etwas zu erfrischen. Und zwar handelt es sich um das Garnier Micellenreinigungswasser. Das ist jetzt die Travel Size Größe. Das gibt es auch nochmal in groß und inzwischen auch schon für alle möglichen Hauttypen. Ist, glaube ich, auch schon mein drittes Fläschchen. Ich hatte zwei große und jetzt ein kleines, weil es praktisch mitzunehmen ist. Es gibt ja inzwischen von vielen, vielen Marken diese Micellenreinigungswasser von Balea oder von Bioderma. Alles in allen möglichen Preiskategorien. Aber ich muss sagen, das von Garnier gefällt mir bisher mit Abstand am besten. So, das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe sehr, dass es euch weiterhelfen konnte. Vielleicht war ja das ein oder andere Produkt dabei, was euch neugierig gemacht hat und was ihr jetzt vielleicht selbst ausprobieren möchtet. Dann lasst es mich doch gerne in den Kommentaren wissen. Würde mich sehr interessieren. Außerdem wüsste ich auch wirklich gerne, was so eure Top-Reinigungs-Gesichtspflege-Produkte sind, gerade aus der Drogerie. Also teilt diese doch gerne mal mit mir. Ich würde mich außerdem riesig freuen, wenn euch das Video gefallen hat, dass ihr ihm einen Daumen nach oben hinterlasst. Und wenn ihr noch mehr von mir sehen wollt, dann seht ihr hier an der Seite meine beiden letzten Videos eingeblendet. Wenn ihr noch kein Abonnent meines Kanals seid, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn sich das heute noch ändert. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!